Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi Land. In der letzten Folge haben wir einige schöne, fantastische Level geschafft. Ehre wiederhergestellt, würde ich mal sagen. Sind jetzt mittlerweile auch in der letzten Welt. Bowser City, Bowser Vulkan Action, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und irgendwie gibt es hier so einen Spasti, aus dem werde ich nicht ganz schlau. Also das ist so ein Ding, das hat man glaube ich ein, zwei Mal im Originalspiel gesehen, okay. Das Ding ist, dass er halt irgendwie so... Ich meine, die anderen, so die Sonne oder so, die hatten halt irgendwie einen Pattern und so weiter. Und der hier, der fliegt einfach direkt über mir. Das ist richtig unangenehm, ne? Das ist schon fast wie so ein Stalker, ey. Ich fühle mich richtig unwohl. Ich traue mich gar nicht irgendwie... Wow! Nein! Dein Ernst! Oh! Großartig zu springen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das war auch ihre Intention, offensichtlich. Fuck! Am liebsten würde ich den ja penetrieren. Ich hätte es wahrscheinlich direkt beim ersten Mal versuchen sollen, ne? Als ich die Kackfeder hatte. Alter. Ansonsten einfach low halten. Ja, einfach am Level per se orientieren. Der geht glücklicherweise nicht hoch. Es sei denn, man muss springen. Ja? Also so hier diese Rohre und so. Alles vermeiden. Damit ich da nicht gegenknall. Ja, jetzt weiß ich Bescheid, ey. Weißt du Bescheid? Dann brauche ich da auch nicht springen. Kann ich einfach rüberlaufen. Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen, ne? Wow. Oh, Alter, ich hab so Angst. Ich dachte jetzt, es sind Geister, die sich bewegen können. Oh, okay. Sag mir jetzt bitte, dass es alles war. Jetzt nochmal runterfallen, ne? Immer diese Fallen am Ende für die 0,5%, die nicht spielen können, ey. Und jedes Mal hoffe ich, dass ich nicht zu diesen 0,5% gehöre. Ja, dann wäre es wahrscheinlich 0,6. Ja, wenn es mir passieren würde. Aber finde ich gut, dass wir hier wirklich so eine Autobahn haben, ne? Keine Secret Exits oder so. Davon hatten wir auch genug. Ein bisschen unbalanced, würde ich dann sagen, dass alles auf die erste Hälfte verschoben wurde. Aber sei es drum, wir wollen ja dann auch, wenn man schon Bowser in der Ferne sieht, dann will man auch einfach hin, ne? Kennt ihr doch, wenn ihr eine scharfe Tussi seht oder eure Freundin mal wieder besucht, dann, wenn ihr das vorhabt, dann wollt ihr auch dahin. Dann wollt ihr nicht noch nebenbei irgendwie nach McDonald's oder irgendwie arbeiten oder sowas. Außer ihr seid vielleicht fucking Rio. Der macht dann nochmal alles andere. Da hat er... Fuck. Nachdem ich die Stelle da so gemeistert hatte. Da hat er echt einen Drehsprung oder sowas verlangt, ne? Wüsste jetzt nicht, wie ich das hätte anders machen sollen. Das ist dann immer so der Moment, wo ich mich richtig pro fühle, weil du musst ja dann... quasi... Ja, ich bräuchte so eine Controller-Cam. Du drückst in meinem Fall dann quasi Kreis mit dem Daumen... Und dann wechselst du schnell noch mit dem Daumen auf die Viereck-Taste. Während des Drehsprungs. Das ist so, weiß nicht, so fühlt sich vielleicht der ein oder andere Autofahrer, wenn er schnell den Gang wechselt oder so richtig pro. Wobei, klappt es jetzt hier? Ja, klappt auch im großen Zustand. Und dann kommt einfach die Kackblume hinterher. Bis die erste noch nicht mal los und dann kommt sowas. Aber das war wahrscheinlich jetzt... Ja, Musik... Ich dachte, ich kenne sie vielleicht. Die schwerste Stelle, wollte ich sagen. Ich habe zu lange gewartet, oder? Ja, er kann... Die Blume kann nicht zweimal funktionieren, ne? Ich glaube, da hat jemand sein Level nicht getestet. Gut für uns, würde ich sagen. Da so viel Sprites können einfach nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. Huch, was? Zeit! Zeit! Zeit ist Geld! Das erste Mal in diesem Let's Play, glaube ich. Okay, rennen. Oh! Knapp. Oh nein, nein. Der denkt auch, ich spring doch mal hoch, ne? Wahrscheinlich so ein Reflex einfach. Man weiß nicht, warum, aber man tut's einfach. Glücklicherweise habe ich es nicht getan, weil ich keine Reflexe mehr mit 25 habe. Lul. Reflexe, was ist das? Da sind wir jetzt aber weit gekommen, Mensch. Ganze 5 cm. Oh, die Musik habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Das ist wieder der nette Filter. Alter, wieso meine schönen Pilze, Mann? Die sie mir einfach nicht mehr angezeigt werden. Wow. Wow. Da kommt's auch raus, oder? Ja. Krass. Kann ich eigentlich
Ja, das geht. Der mächtige, mächtige Drehsprung kann einfach alles ab. Auch wenn es 300 Grad heiß ist. Autsch! Okay, da wollte ich zu viel, ha? Ich habe nur noch 2 Leben, okay. Ja. Mittelpunkt brauche ich vielleicht. Mal gucken. Feder bitte nicht verlieren. Die Federn und Feuerblumen sind so mächtig in Hex, ne? In vielen. Wow, wow. War gerade ein leichter Leck, man hat's gesehen, ne? Ja, ja, da auch, da. Ich wollte nicht gleiten, aber durch den Leck bin ich nicht aus dem Gleiten rausgekommen. War's das? Ja, ja, war einfach. War einfach. 8. Wieso? Wieso habe ich nur 8 Punkte? Ich habe doch jetzt 2-3 Level am Stück geschafft, oder? Wahrscheinlich habe ich das Ziel nicht richtig durchquert. Cooper Fortress. Okay. Was haben wir hier? The flames moving across the floor will knock you out instantly. Insta-Kill? Oder werde ich... Ist das das Äquivalent zum Vereisen? Nur, dass es offensichtlich das Verbrennen ist. Das sind auch Kreaturen. Interessant. Ja, Insta-Kill. Würde jetzt nicht sagen, dass das Mario ist. Irgendein anderes Nintendo-Spiel, was ich wahrscheinlich kennen müsste, aber nicht kenne. Sowas wie... Hat er mich gebullshittet, ne? Sowas wie Metroid oder so. Schon 100 Mal davon gehört, wie andere davon reden. Auch minimal gesehen, aber ja, ich weiß nicht. Es ist auch so ein Spiel, wo ich mir seit einigen Jahren so denke, ja, da bin ich wahrscheinlich auch zu blöd für. Ich meine, so Metroid, Metroidvania und so weiter, wo man halt schätzungsweise irgendwie Orientierung braucht. Ich hätte mega Bock drauf, aber ich trau's mir einfach nicht zu. Ja. Ich habe ja auch ewig gebraucht, um mir mal Dark Souls zuzutrauen, was ja aktuell läuft, beziehungsweise aufgenommen wird, während ihr das hier seht. Ich habe es ja zugegebenerweise noch nicht angefangen. Weil ich erstmal fucking Luigi Land beenden wollte. Mal schauen, ob wir das heute oder morgen vielleicht gebacken kriegen. Ich denke ja heute nicht mehr, weil ich erstmal schauen muss. Fick dich. Erstmal schauen muss, wie man fickt, muss ich mal online nachschauen. Wie das nochmal geht mit den Bienchen und Blümchen. Ja, wegen den Secret Exits natürlich, ne? Ja, die Kackflamme, die ist auch dann kurz aus dem Bild. Fliegt aber irgendwie weiter, obwohl ich sie hier nicht sehe. Ja, Reflexsprung. Oh Mann, aber wie waren das? Die Burgen waren die, wo die erste Hälfte die behindertste war, ne? Nicht zeitig gesprungen. Okay, ich würde sagen, einmal Game Over noch und dann machen wir mal hier ein Save State, damit wir wenigstens so 5-6 Sekunden sparen können für den Anfang. Ja, fuck. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so hoch springe. Ja, okay, ich bringe mich jetzt direkt um. Junge, Junge, Junge. Warum macht man sowas? Ne? Warum macht man sowas? Insta-Flammen. Ich meine, gut, in dem Fall spielt es ja gar keine Rolle, weil ich ja sowieso klein bin. Aber vorhin hatte ich offensichtlich noch einen Pilz. Wer weiß, vielleicht war es ja genau die Runde, wo ich es hätte schaffen können. Ha. So, hier, Save State, zack. Wieso? Was? Ich hab da noch nicht mal nach oben gedrückt. Wieso laberst du denn das Schild an? Das Save State ist, wie gesagt, jetzt nur für den Anfang hier. Ja, ne, weißt du was? Genau, hier. Ne, guck hier. Fuck off. Viel einfacher. Meine Fresse. Wie lang ich jetzt dafür gebraucht habe, ne? Junge. Unglaublich. Aber besser spät als nie. Da wollte er irgendwie nicht springen, warum auch immer. Sind wir schon weiter jetzt? Sind wir endlich da? Sind wir endlich bei McDonald's, Lul? Ah, oh nein, natürlich ist da der Mittelpunkt. Ja, es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Junge. Einfach mal ein bisschen mutiger sein. Es ist halt voll einschüchternd, wenn irgendwie alles Bum-Bum macht und Flatsch und Keks und Rudolf und
Mecklenburg-Vorpommern, ouch. Komm, der hat doch noch nicht mal geschossen. Darf ich das Ding nicht berühren, oder was? Okay, da bin ich so hochgesprungen. Es ist aber deutlich angenehmer mit diesem Save State, weil man schneller ins Spiel kommt. Da traut man sich dann auch ein bisschen mehr. Ich mache jetzt einfach hier einen auf Alau Akba. Das muss man machen, weil man... Die Dinger, die schießen ja erst, wenn man sie 2-3 Sekunden lang im Bild hat. Man darf es einfach nicht dazu kommen lassen. Zack, zack. Ja, ne? Wenn die jetzt kein Insta-Kill gewesen wäre, ich hätte es ja wohl möglich zum Checkpoint geschafft. Das muss man ja anscheinend vermeiden. Insta-Kills, ey. Seit wann gibt's denn sowas? Komplett Banane, ey. Ja, egal. Das passt. So. Okay. Ha! Was? Ich kann sie sogar penetrieren. Schön, dass wir das jetzt auch in Erfahrung bringen dürften. Gut, das muss ich da so machen. Wow. Oh. Wow, nein! Ich hab's... Nee, ich hab's auch spontan wieder vergessen. Oh, nein! Die Bastarde! Die heftigen Bastarde. Einfach direkt umgebracht. Mein schönes Cape. Ja, ich wusste es, dass der in der Mitte wieder anhält. Und der? Geht es nicht weiter? Shit, ich glaube, das geht nicht weiter. Alter, mein neuer Nemesis. Verständlicherweise, natürlich war da das Ende. Ja, die zweite Hälfte ist immer einfach. Und da haben wir den einfachen Spacko. Sag mir jetzt nicht, du machst auch noch Insta-Kills. Okay. Okay! Plötzlich nach 500 Jahren... Wobei, nein. Ich wollte gerade sagen, machen sie den Raum schwieriger? Naja, es ist Ansichtssache. Beim anderen Raum war ja so ein bisschen Eis-Thematik und wir hatten auch mal Wasser-Thematik, aber Wasser und Eis ist halt nicht so gefährlich wie Feuer, schätzungsweise wie die Flamme, wie die Kack-Holocaust-Flamme einfach die ganze Zeit weiterfliegt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich hab geweint, ich hab gelacht, ich will zu dir zurück. Ich hab getanzt, als gäb's keinen Morgen mehr. Als gäb's keinen Morgen mehr. Ich mach wieder denselben Fehler. Morgen mehr. Als gäb's keinen Morgen mehr. Ich hab getanzt, als gäb's keinen Morgen. Ich weiß aber immer noch nicht, ob man da einen Drehsprung machen kann, ne? Aber ehrlich gesagt, trau ich's mir auch gar nicht mehr. Einfach durchrennen, ne? So, jetzt wissen wir Bescheid. Dementsprechend passiert es jetzt nicht nochmal. Vor allem, ich denke, die Flammen gehen auch nur hoch, wenn ich ihn treffe, ne? Es ist jetzt nicht so, dass die permanent irgendeine Scheiße machen. Ja, egal. Rauf da. So, und dann bleibe ich einfach hier stehen. Ne, die sind zeitlich gesteuert, aber fuck you. Mir doch egal. Ja. War okay. Ich denke, wenn ich mich da ein bisschen besser auf die Flammen eingestellt hätte, dann hätten wir das auch eher geschafft. Aber egal! Hauptsache, man schafft es irgendwann. So, Cooper Airship. Ja, vorletztes Level. Ich denke, da kommen noch zwei dazwischen. 2, 3 vor Bowser. Ja, man kann die echt nicht berühren. Guti, dann bring mich doch mal direkt nochmal um. Weil ich kann diese Ladezeiten mittlerweile echt momentan nicht mehr sehen. Es dauert viel zu lang, Mann. Das muss schnell gehen. Vor allem, wenn dann alle 5 Mal noch dieser Kack-Game-Over-Bildschirm kommt. Dann dauert es ja noch länger. Upp! Es muss viel, viel schneller gehen. So. Jetzt können wir richtig spielen. Also nicht berühren. Das da auch nicht, offensichtlich. Ich hätte längst drüber springen können, ne? Hui. Oder ihn auch einfach mal penetrieren können. So, da ist natürlich ein schöner, göttlicher Pilz. Wenn der jetzt runtergefallen wäre, ne? Holy shit. Okay, da unten. Alles für die gute Münze. Wo ich nur sagen kann, fuck off. Ah, komm. Schnell, weiter. Reicht. Okay. Das war mir klar, dass du nochmal rauskommst. So, und hier. Einfach springen, genau. Fucking Maulwurf, ey. Okay, da können wir auch direkt rüber. Nope.
Dich nehmen wir auch mit. Okay, so war das jetzt nicht gedacht, aber egal. Mittelpunkt. Ja, es war okay. Es war okay. Krieg ich jetzt... Ja, natürlich. Muss doch sein, eiskalt. Okay, ich muss. Wow, okay, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Aber gut, ich dachte jetzt auch, ich werde angeschossen. Ja, dann war es okay. Kann ich dich wegbremsen? Nee. Meins. Ist da jetzt eigentlich noch jemand drin? Nee, ne? Ich baller ihn trotzdem weg. Sicherheitshalber. So, das war auch gar nicht mal so schlecht. Weil jetzt kann er mich nämlich nicht von hinten abballern. Kann jetzt wieder keine Feuerkugel mich verfolgen. Wow, okay. Sieht, es wirkt immer so knapp, aber nö, das passt. Der musste jetzt extra lang sein, um mich zu verunsichern, ne? Oh Gott. Unnötig. Ja, fuck off. Ich glaube, ich hatte im Hintergrund sogar noch irgendwas getroffen. Hat sich so angehört. Hier, stirb. Und ist da das Ende? Ja, okay, das war in Ordnung, ja. Man darf sich halt nicht so einschüchtern lassen. Lebensweisheit, ouch. Nein, nein, ich hab's. Nein! Alter! Fuck, oh nein! Danke, halt die Fresse, Handy! Oh Gott! Nein! Hatte ich ein. War da. Da war ein Checkpoint, oder? Komm, schaffen wir. Das war so dumm. Ja, auch eine Lebensweisheit. Dein stärkster Verbündeter ist dein größter Feind, weil er über dich Bescheid weiß. Gut, ich habe jetzt keinen Kaffeeklatsch mit dem Panzer gemacht, aber so viel kann man ja auch nicht über Luigi in Erfahrung bringen, schätzungsweise. Junge, war das gerade dumm. Hat der gute Vorführeffekt. Naja, jetzt aber, oder? Wie viel war da? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich die Fehler noch ein bisschen länger hatte. Wow, wow, war das knapp. Hi, Karamba. Zambadamba. Ich hab's nicht mitgenommen, ne? Ja. Spring, spring, leck mich am Arsch. Leggy, leggy, leck. Ah, den hatte ich beim letzten Mal penetriert, ne? Oder so. Ah, ne, ja, okay, das war schon hier. Ich habe jetzt an mehr gedacht, aber es war dann offensichtlich die erste Hälfte. Ja, ja, nee, nee. Ja, fucking Wandsprung. Ja, okay, wie stellst du dir das vor? So, stellst du dir das vor? Oh, hab ich jetzt hochgepokert. Ich habe so sehr gehofft, dass ich wirklich richtig stehe. Und ja, tatsächlich. Aber es hätte auch schon passieren können, als dass ich es halt hätte nochmal spielen müssen. Ja, Leute, das war's für heute mit... Ja, das war klar. Let's play Super Luigi Land in der nächsten Folge dann. Schätzungsweise das vorletzte Level. Wobei, vielleicht geht's ja noch links und rechts und whoop die fucking du drüber und hinaus. Wir können ja einmal das Spiel resetten. Ich würde sagen, wir sind so bei 95 oder so. Also so viel haben wir jetzt nicht gemacht. 100! Ah, ne, ja. Ja, okay. Nehme ich an. Ja. Also wirklich noch so 5-6 Level, die wir dann schätzungsweise nochmal nachspielen müssen, ne? Mm. Ja. Ja, von mir aus. Gar nicht so schlecht. Ja, so 5-6 Level von. Also 5-6 Secret Exits von. Keine Ahnung, wie viel hatten wir? 50? Gefühlt war jedes zweite Level mit einem Secret verbunden. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.